Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu This is the Police. Ein neuer Arbeitstag, ich glaube sogar eine neue Woche, ich glaube wir haben heute Montag, ja steht sogar drauf. Schön, ich kann auch lesen, gut zu wissen auf jeden Fall. So, Stadtkasse zahlt 90.000 Dollar für Geburtstag des Bürgermeisters. Das ist eine ordentliche Summe, das ist eine verdammt ordentliche Summe. Der mysteriöse Robespierre kündigt politische Kandidatur an. Was? Okay. Das war der, der die komischen Zettel da aufgehangen hat, ne? Mhm. Aber keiner weiß noch, wer er ist. Okay. Bis zum Jahresende 6 neue Restaurants in der Stadt. Das klingt doch mal nach einer guten Schlagzeile, oder? Restaurants sind immer gut. Essen, immer top. So, ich bin mal gespannt, was heute Neues gibt. Ach ja, stimmt, wir müssen ja zur Psychologin. Ich vergaß. Dr. Eleonora Waterbury. Mr. Boyd, das hier ist ein sehr einfacher Text. Ich zeige Ihnen Karten mit abstrakten Bildern. Sie sehen sie sich an und sagen mir, was Sie darin erkennen. Ein Mann, der eine Handvoll Tabletten in die Scheune bringt? Nee. Zwei Ureinwohner, die trommeln? Nein. Fliegende abgeschlagen? Nein. Also ich erkenne das schon der Hand mit Tabletten, aber ich hätte jetzt gedacht, dass das jemand, der Tabletten nimmt. Aber gut, dann bringt das er halt in eine Scheune, ne? Ein Mann, der zurück ins Haus geht, ein Schmetterling, ein Mann mit einer Uhr als Gesicht. Wie soll man das denn erkennen? Da nehme ich auch das Erste. Ich erkenne auf jeden Fall ein Bein. Das schwarze Bein, was er. Aber ich würde sagen, der geht aus dem Haus raus und nicht rein, aber. Okay. Haben wir wieder eine Hand. Eine Frau, die einen Weihnachtsbaum dekoriert. Ja, das erkenne ich tatsächlich. Ein tanzendes Mädchen. Das erkenne ich wiederum nicht. Ein blaues Alien, das ein Schwein vergewaltigt. Who the fuck? Wie soll man denn bitte ein blaues Alien, das ein Schwein vergewaltigt, daraus erkennen? Nicht, dass man ohnehin schon kein Alien erkennt und auch kein Schwein. Wo verdammt, wie soll man aus einem roten und einem gelben und einem schwarzen Haufen was Blaues sehen? Wenn ich das anklicke, denkt die doch, ich bin vollkommen bescheuert. Ich erkenne immer das Erste. Ein Mann, der einer Frau Weihnachtsschmuck gibt. Das erkenne ich. Das erkenne ich. Ein Turm auf einem Hügel. Das erkenne ich wiederum nicht. Ein Baby mit Spinnenbeinen. Alter, jetzt mal ohne Scheiß. Die legen es doch drauf an, dass man komplett grenzdebil ist, oder? Eine Frau, die Weihnachtsschmuck fallen lässt. Ja, ein Autounfall. Nee. Ein Baum, dem menschliche Lungen wachsen. Nee. Ich sag da jetzt gar nichts mehr zu. Die wollen mich verarschen. Teile des Weihnachtsschmucks, die über den Bogen verteilt sind. Okay, das ist das erste Mal, dass ich das nicht erkenne. Ein Eis in der Waffel. Das erkenne ich auch nicht. Marschierende Hämmer. Da erkenne ich jetzt wirklich gerade gar nichts von den dreien. Wisst ihr was? Ich nehme mal das zweite. Das ist auf jeden Fall ein Blitz. Ein Mann, der eine Frau anschreit. Ein Bauer beim Schach. Ein Mann mit dem Kopf eines Nashorns. Das könnte ich wiederum tatsächlich verstehen, dass man einen Mann mit dem Kopf eines Nashorns erkennen könnte. Könnte. Aber da würde ich auch beim ersten bleiben. Eine Frau, die ihren Mann schlägt. Ah, doch, jetzt erkenne ich's. Ja, doch, das erkenne ich. Ein umgestürzter Laster. Nee, ein riesiger Igel, der statt Äpfel Menschen frisst. Korrekt. Hey, das würde ich sogar rauserkennen. Ich verstehe das mit dem Igel tatsächlich. Aber nee, ist eine Frau, die einen Mann schlägt. Ja. Ein Mann, der seine Frau schubst. Ja. Ein Schlüssel mit einer Kette. Nope. Ein Tintenfisch, der Klavier spielt. Nope. Eine Frau, die über den Weihnachtsbaum fällt. Ja, nennen wir es Weihnachtsbaum. Ein Haufen Herbstlaub. Könnte auch sein. Eine Frau mit einem Kleid aus Wurm. Alter, Fist. Ich. Danke für Ihre Zeit, Mr. Boyd. Ich werde Sie in den kommenden Tagen über Ihre Testergebnisse informieren. Alter, was waren das denn für Antworten? Das war quasi, entweder du sagst etwas, was man erkennen könnte. Du sagst etwas Lustiges, Randommäßiges. Oder du sagst, du bist vollkommen irre und musst sofort in die Klapse. Das waren quasi die drei Auswahlmöglichkeiten. Entweder
das, was man wirklich erkennt, irgendwas Witziges oder Klapse. Gehen Sie nach Hause. Aber heute ist gar kein Arbeitstag. Ich will aber einen Arbeitstag machen. So, der Part ist überhaupt kein Spaß. Wir machen heute einen Arbeitstag. Hallo? Golden Bird. Shia Broom als oberste Staatsanwältin Freeburgs wiedergewählt. Schön. Keine afroamerikanischen Angestellten in der Stadtverwaltung. Laut Bürgermeister ein Versehen. Ach, natürlich. Der wollte ja auch, dass ich politisch... Siehste? Und ich sollte meine ganzen schwarzen Polizisten feuern. Und jetzt ist der Druck da. Jetzt ist der Druck da. Und jetzt sagen sie, es war ein Versehen. Mhm. Sie sollen froh sein, dass ich nicht an die Öffentlichkeit gehe. Wirklich. Einflussreicher Geschäftsmann bereit, in die Zukunft der Stadt zu investieren. Das wäre schön. Warum nicht? Hoffentlich auch an die Polizei, ne? So, als ich die Treppe hochstieg, ist mir schwindelig geworden. Kann ich einen Tag frei haben? Nee. Schwindelig? Nee. Ah ja, ich kann ja wieder Abzeichen vergeben, ne? Die Frage ist, vergebe ich die Abzeichen oder vergebe ich bei dem anderen Abzeichen? Komm, ich vergebe ihm mal nochmal ein Abzeichen. Aber ich habe nur ein Abzeichen. Ich dachte, ich habe zwei. Musik? Nein, danke schön. Wir müssen auch nicht in den Katalog gucken. Ein neuer Arbeitstag, Leute! Quan Yin Lin hat sich als Mitglied einer Gang herausgestellt, die als The Red Masks bekannt sind. Er könnte ihnen bei der Zerschlagung der Gang helfen, wenn sie ihn zum Informanten machen. Okay, von mir aus. Es gibt eine Reihe von Gangs in Freeburg und das heißt, dass Kopfgelder abzuholen sind. Einige Kriminelle, über die sie stolpern werden, werden Mitglieder der einen oder anderen Gang sein. Im Austausch gegen Straffreiheit werden sie vielleicht dazu bereit sein, ihre Bosse zu verraten. Auf diese Weise können sie Stück für Stück immer höhere Gangmitglieder kontrollieren und am Ende den Boss zur Strecke bringen. Wenn sie den Boss verhaften, wird die Gang zerfallen und sie können eine Belohnung anstreichen. Es gibt auch eine Belohnung dafür, Gangmitglieder offiziell anzuklagen. Jedes Mal, dass sie ein Gangmitglied verhaften, werden sie einen Bonus erhalten. Aber ihre Abmachung mit dieser Person ist beendet. Geben sie sich nicht mit kleinen Fischen zufrieden. Nutzen sie die kleinen Fische, um die großen zu fangen. Ich will ihn nicht festnehmen. Ich muss ihn festnehmen. I'm sorry. Das Spiel will das von mir. Feministische Demonstration. Vor ein paar Monaten ist eine unregistrierte feministische Organisation in Freeburg aufgetaucht. Heute hält sie ihre erste Demonstration ab. Soweit wir wissen, wird die Organisation von ausländischen Sponsoren unterstützt. Und ihr Ziel ist es, ihre Leute in wichtigen Ämtern in den Stadtverwaltungen zu installieren. Die Demonstration könnte in etwas Ernsteres eskalieren und wir müssen den Leuten zeigen, dass wir hier das Sagen haben. Setzt Schlagstöcke und Tränengas ein. Auch Schusswaffen, wenn nötig ist. Zeigen wir denen, wie Einschüchterung auf ganz persönlicher Ebene aussehen kann. Alter... Ey, was ist denn los mit dieser Stadtverwaltung, ganz ehrlich? Bao Ling hat mehrere Interviews gegeben, bei denen er über die Untaten der Roten Maske Gang gesprochen hat. Rote Maske Gang. Er hat eine Menge ausgespuckt und die Fakten gedreht. Wenn sie einen öffentlichen Banner vermeiden wollen, wollten sie die Gang innerhalb der nächsten 4 Tage ausschalten. Mr. Boyd, ihre Psyche geht es gut. Ich mache mir nur Sorgen um ihr Stresslevel. Meine Forschungen haben ergeben, dass Beethovens Musik das Nervensystem beruhigt und entspannt. Ich empfehle ihnen ein bisschen was in den guten alten Ludwig zu investieren. Das wird ihnen bei den gewalttätigen Drängen helfen, die sie vielleicht empfinden. Also um ehrlich zu sein, wenn ich hier zu Hause sitzen würde und mir würde es schlecht gehen oder ich wäre übel zum Stress, dann höre ich mir nicht Beethoven an. Dann höre ich mir fucking Metalcore an. Weil Metalcore ist das, was mich runterbringt. Glauben vielleicht jetzt die Leute nicht, die kein Metal oder sowas hören, die sagen, es ist alles nur Geschrei oder so? Leute, die Metal oder Metalcore hören, denen tut das gut. Glaub mir. Feministische Demonstration. Ungefähr 50 Frauen haben sich im Park versammelt und haben den Sprecher angestimmt. Lass uns erfolgreich sein. Okay. Ich schicke 2 sehr gute hin und 2 weniger gute und das SWAT-Team. Martin Stett. Jake, wir haben ein Problem. Der leitende Staatsanwalt in Freeburg ist eine Frau und es sieht so aus, als wäre sie auf der Seite der Feministinnen. Sie könnten da auf ernstere rechtliche Probleme stoßen. Wir gehen besser auf Nummer sicher und fälschen Beweise, um sie vor einer möglichen juristischen Verfolgung zu schützen. Okay, ich kann aber nichts drücken. Ach, weil ich das Geld nicht habe. I'm sorry. Alter, es ist schon wieder viel zu viel Neues, ey. Geiselnahme. Ein unzufriedener Klient hat eine Anwaltskanzlei mit einer Pistole betreten, einige Angestellte als Geiseln genommen und ein Gespräch mit den Partnern der Kanzlei verlangt.
Diese verschlagenen Juden haben mich reingelegt. Die haben mir alles Geld abgenommen und am Ende ist mein Sohn trotzdem ins Gefängnis gegangen. Fuck, ich muss da auch viele Leute hinschicken. Ich habe gerade niemanden mehr da. Die Demonstration gewaltsam beenden? Nee. Ich beende die tatsächlich nicht gewaltsam. Der hat zwar gesagt, ich soll sie gewaltsam beenden, aber nein, verdammte Scheiße, wie sehe ich aus? Oh, fuck. Alter, jetzt Leute, jetzt überstresst. Ich, übelster Stress, jetzt schon der Arbeitstag. Jake, heute haben wir beim Rubinovich Casino etwas um 12.40 Uhr laufen. Wir wollen doch nicht Polizisten der Party stören, bla bla bla. 12.40 Uhr, merken. Hoffentlich geht die Geiselnahme gut. Yes, Gott sei Dank. Habt ihr gut gemacht, Jungs. Habt ihr gut gemacht. The Last Picture Show. Brandstiftung. The Last Picture Show. Kino. Eine junge Frau hat während einer Fahrerführung einen Brand im Kino gelegt. Und ist dann geflohen. Ja, wisst ihr was? Da setzen wir unsere Detectives drauf an. So, 12.40 Uhr. Casino. Nicht vergessen. Wäre jetzt. Rubinovich-Kaffee. Ein Geber im Casino hat die Polizei gerufen, nachdem ein Mann mit einer Granate in der Hand hereingekommen ist. Er hebe eine Reisetasche auf den Boden fallen lassen und befohlen, sie mit Geld zu füllen. Ich darf da leider nichts gegen tun. Der hat meine Familie in der Gewalt. Ich kann nicht. Ermittlung hat begonnen. Sehr, sehr gut. Kinoleiter. Der Vorfall eignete sich während der Vorführung des Jim Jarmusch-Films Stranger than Paradise. Die Leinwand ist ruiniert und einige der Gäste haben in Panik leichte Verletzungen erlitten. Aber zum Glück wurde niemand ernsthaft verletzt. Okay. Kann ich auch irgendwie... Ich kann gerade nicht... Details. Jetzt. Mr. Cottle. Ich erinnere mich an eine junge Frau mit rotem Haar. Ich habe ihr noch nach Beginn der Vorführung eine Karte verkauft, obwohl ich das normalerweise nicht mache. Aber sie war einfach sehr nett. Mir ist aufgefallen, dass sie eine Flasche dabei hatte, aber ich dachte, da wäre Limo drin. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass so eine nette junge Lady mit hartem Stoff in den Film geht. Ich saß in der letzten Reihe. Ein paar Minuten nach Beginn des Films habe ich gehört, wie jemand den Saal betrat und die Tür laut zufallen ließ. Ich wollte noch was sagen, weil ich es nicht mag, wenn mich jemand von dem Werk von Jim Jarmusch ablenkt. Dann habe ich die ersten Flammen gesehen und eine brennende Flasche, die direkt auf die Leinwand zugleitete. Mr. Kotschi, als die Leinwand Feuer fing, dachte ich, es wäre Teil der Vorführung. Wissen Sie, was ich da gehört habe? Dieser Jim Jarmusch ist ein Geisteskranker. Als das Feuer begann, habe ich mich sofort nach einem Weg nach draußen umgesehen und da habe ich sie entdeckt. Diese rothaarige Idiotin, sie ist schnell weggerannt. Ich hatte keine Zeit, um etwas zu unternehmen. Okay. Eine rothaarige. Vielleicht war es die Sarah? Ich weiß es nicht. Kann ja alles sein. So. Mr. Boyd, heute installieren wir einen neuen Spielautomaten, die Super Magdalena 3. Ich wünschte, so würde eine Konsole heißen, Alter. Das letzte Mal, als wir einen neuen Automaten hatten, haben ihn die Kids schon am ersten Tag beinahe zerstört. Es wäre super, wenn sie uns ein paar Leute hinschicken könnten, um die Kids unter Kontrolle zu haben. Ach, da reichen ja die zwei schlechtesten. Ne? So, bitteschön, Sand. Danke für die 8000 Dollar. Dazu sage ich jetzt nichts. Dazu sage ich jetzt nichts. Krankenhaus. Eine schwangere junge Frau hat wegen eines verdächtigen Gynäkologen angerufen, den sie im Wartezimmer getroffen hat. Der Arzt verhielt sich sehr seltsam und versuchte, die Frau zu einer Abtreibung zu überreden, obwohl sie bereits im fünften Monat war. Unter Tränen erklärt sie, der Arzt sagte, dass er mich für nur 10.000 Dollar vor den Parasiten in meinem Körper retten würde. Alles klar. Und verhaften. Alles lief super, Boss. Tatsächlich haben wir schon lange nicht mehr so viel Spaß gehabt. Wir haben ihnen bei Hellfighter die Hosen ausgezogen. Das ist ja wenigstens Spaß. Die durften zocken. Danke, Mr. Boyd. Bitteschön. Ich stell dir mal vor, ihr wärt Polizist und würdet in keine Ahnung, zu E3 oder so gehen. Alter. Das ist ein Leben
gerettet. Im Ghetto. Die Hausfrau Takara Montes beschwert sich oft bei der Polizei über ihren Nachbarn, die permanent Krach machen und oft Kämpfe organisieren und die Angelegenheiten nie mit ihren Nachbarn besprechen. Sie hat heute erneut bei der Polizei angerufen, nachdem sie aus der Wohnung Knallgeräusche und laute Schreie gehört habe. Laut ihr leben 6 oder 7 Leute in der Wohnung. Was? Laut? Ach, laut ihr leben. Ja, okay. Jetzt habe ich aber nur noch einen da. Ich hoffe, da kommen bald wieder Leute hinzu. Ja, die beiden aus dem Automaten sind wieder da. Der Arzt hat die Polizisten bemerkt, hat sich ein Skalpell geschnappt und voller Selbstüberzeugung gerufen, kommt nur, ich befreie eure Seelen aus der verdorbenen Welt. Mit dem Taser betäuben? Was hätten wir denn sonst machen sollen? Was ist das für ein kranker Psycho? Jack, Sie haben einen Eid geschworen, die Stadt zu schützen. Wenn Sie Ihre Versprechen nicht anhalten können, werden wir uns ebenfalls brechen. Alter, jetzt mal ohne Sch... Was ist mit dieser Stadtverwaltung los? Was ist das für eine Stadtverwaltung? Was denn? Die wollen, dass ich alle Schwarzen feuer. Die wollen, dass ich eine Demonstration, eine friedliche Demonstration mit fucking Gewalt beende. Das wäre als wie letzte Woche Samstag, ja, war die große Demonstration gegen Artikel 13, wo ich auch gerne gewesen wäre, wenn ich an dem Tag da gewesen wäre. Das ist für euch wahrscheinlich schon 800 Jahre her, die in Köln auf jeden Fall. Aber das war letzte Woche Samstag gewesen. Man stellt euch mal vor, da hätte dann hier der Bürgermeister von der Stadt Köln gesagt, ich weiß nicht, wer es ist oder ob es eine Frau ist, ich weiß es nicht. Und hätte dann gesagt, jo, wir schicken mal ein paar Polizisten dahin und die prügeln die ganzen Leute da weg. Wie? Hallo? Ich verzweifle an der ich kann dazu nichts mehr sagen. Es ist einfach so. Jack, wir werden eine große Lieferung Alkohol erhalten, aber haben aber gehört, dass unsere neuen Lieferanten gerne rau mit Leuten umgehen. Wir brauchen ein paar Leute als Rückdeckung. Nein, wir kommen die schlechtesten. Die Lage ist ernster als wir dachten. Benötigen Verstärkung. Ich habe nur noch einen. I'm sorry. Ich hätte natürlich sehr gerne mehr Verstärkung geschickt. True Color Hotel. Es ist ein Anruf von einem Hotelgast eingegangen, der sich Sorgen um die Rufe einer Frau im Nachbarzimmer macht. Für mich klingt das so, als würde jemand vergewaltigt, sagt. Okay. Fuck, meine ganzen Polizisten sind unterwegs, ey. Ich brauche dringend wieder Leute im Büro. Gott sei Dank. Brandstiftung? Ah, Ermittlungen eröffnen. Okay, Frau kauft Ticket. Frau schmeißt Cocktail, Frau rennt wieder raus. Easy. Zoe Noshek, Studentin. Vor ungefähr einem Monat hat sie sich erfolglos auf einer Stelle als Platzanweiserin im Kino der letzte Flimmerkiste beworben. Ja, ich habe nur leider gerade keine Leute, die ich hinschicken kann. Jetzt hätte ich Leute, aber halt schlechte Leute. Ich habe aber auch kein SWAT-Team gerade zur Verfügung. Ah! Die Tür zu einem Zimmer im ersten Stock steht offen und dahinter lässt sich ein großer Mann ausmachen, der eine weinende Frau an der Kehle gepackt hat. Er schlägt sie ins Gesicht und schreit, Schnauze, du Hure, ich habe dich bezahlt, also sei still. Waffe auf den Mann richten. Die Frau konnte sich befreien, aber ihr Zuhälter stürzt sich auf den Mann und es bricht ein neuer Kampf aus. Pfefferspray einsetzen. Der Mann stößt den Zuhälter zurück und hechtet plötzlich aus dem Fenster. Oh, Gott sei Dank. Alle unversehrt. Eieiei. Scheiße. Nein! Fuck! Oh nein, ich habe gehofft. Ich habe so hart gehofft, dass meine Beamten vorher zurückkommen. Die hätte ich sofort dahin geschickt. Nein! Ich wollte halt nicht die zwei schlechtesten schicken. Das habe ich mir nicht getraut. Fuck! Boss, ich habe gekündigt. Ich will einfach mehr Zeit für meine Familie verbringen. Und... Moment mal, das war mein leitender Ermittler. Ich hasse mein Leben.
Ich hasse mein Leben, ich hasse mein Leben. Leute, was soll ich noch dazu sagen? Es ist so viel Scheiße passiert in diesem Garten. Holy shit. Also, erstmal Props an mich. Dafür, dass mir wieder kein einziger entwischt ist. Bis auf den ich natürlich wieder entwischen lassen habe. Wodurch aber natürlich auch wieder mal ein Zivilist getötet worden ist. Danke für gar nichts, Mafia. Sonst ist mir halt heute keiner durch die Lappen gegangen. Das fand ich sehr gut, weil der Tag ultra stressig war. Heute ist wirklich ein Anruf nach dem anderen reingegangen. Und es, auf einmal musste Verstärkung raus. Die Demonstration. Oh Gott, es war einfach viel zu viel los, Leute. Es war einfach viel zu viel los. Egal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ich hoffe, ihr seid stolz auf mich. Trotzdem. Und wir sehen uns im nächsten Part bei einem neuen Arbeitstag wieder. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich sage bis dahin. Tschüss.